Nach über 2000 Coachings und Beratungen von Unternehmern und Gründern ist mir aufgefallen, dass es einen großen Unterschied gibt, auf welchem Fundament die persönliche Einstellung des Unternehmers, des Gründers steht. Und mir ist aufgefallen, dass es zwei extreme Entscheidungen und Haltungen gibt, wie jemand an den Markt herantritt, wie jemand sich selbstständig macht. Und die einen werden langfristig erfolgreich und die anderen höchstens kurzfristig erfolgreich, aber langfristig nachhaltig nicht. Und ich sage dir heute warum. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern ich habe selbst auch viele Unternehmen gegründet und einige davon geschlossen. Ich habe auch mit vielen guten Geschäftspartnern zusammengearbeitet und ich habe mich von einigen trennen müssen, weil die Haltung und die Einstellung nicht stimmte. Und ich sage dir heute, worauf es ankommt, damit du nachhaltig, langfristig erfolgreich wirst und bleibst. Kommen wir nun zum ersten Extrem, zur Person A. Die Person A sieht natürlich auch den Markt, aber sie betrachtet diesen Markt als eine Quelle des Geldes. Das ist so wie eine Kuh, die gemolken werden muss. Und diese Person geht an diesen Markt heran mit der Überlegung, wie kann ich möglichst viel Geld für mich verdienen? Diese Person geht also mit der Einstellung an den Markt, ein Angebot zu formulieren, ein Produkt zu entwickeln, wo man möglichst wenig tun muss, aber viel Ertrag, viel Umsatz, viel Gewinn bekommt. Das Prinzip Arbeiten und Leisten, Mehrwerte zu schaffen, ist eher ein notwendiges Übel, wo man durch muss, damit der Kunde endlich sein Portemonnaie aufmacht und das Geld herausrückt. Die Person B hat einen ganz anderen Fokus und Blickwinkel auf den Markt. Dort sieht nämlich der Unternehmer sich als Diener verstehend Menschen, die Probleme haben oder Wünsche haben, die sie erreichen wollen. Sein Fokus liegt vielmehr darauf, sich darüber Gedanken zu machen, wie können diese Probleme des Kunden, des Zielgruppenavatars, des Marktes insgesamt, wie können diese Probleme gelöst werden, wie kann er selbst ein Teil der Lösung sein. Es geht unterm Strich darum, Nutzen zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen, echte Ergebnisse zu erzielen, die den Kunden zufrieden machen. Während also Unternehmer A ständig den Fokus darauf hat, wie kann ich möglichst viel Gewinn bekommen und wie kann ich das, was ich geben muss, möglichst klein halten, also meinen Einsatz an Geld, an Zeit, wie kann ich das so weit reduzieren und trotzdem den Ertrag steigern, hat der Unternehmer B einen ganz anderen Fokus. Der Unternehmer B hat ständig den Fokus darauf, den Nutzen zu steigern, das Werteangebot weiter auszuformulieren und besser für den Kunden zu machen. Und er weiß auch, dass es dafür gilt, einen Preis zu bezahlen, nämlich ein notwendiges persönliches Investment an Zeit und aber auch an Geld und an anderen Ressourcen zu bringen. Zusammengefasst gehen zwar beide an den Markt, aber mit einem komplett anderen Fokus. Der erste hat also den Fokus darauf, was er bekommen kann, was er aus dem Markt nehmen kann, wie er möglichst viel Geld vom Kunden noch bekommen kann. Während der andere Unternehmer an den Markt herantritt mit der Einstellung, wie kann ich möglichst viel geben, anderen Menschen vom Wert sein und Nutzen stiften. Und wenn du jetzt überlegst, wo du dich positionieren willst, dann sei dir der nachhaltigen, langfristigen Folgen bewusst. Denn wenn du in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer an den Markt und an Menschen herantrittst und überlegst, wie kann ich selbst möglichst viel bekommen und wie kann ich das Geben auf ein Minimum reduzieren, dass der andere gerade noch bereit ist, seinen Preis zu bezahlen und du siehst deinen Nutzen im Fokus, nicht den Nutzen des Kunden, nun, das wird sich herumsprechen, denn der Kunde wird es erleben in Krisensituationen und spätestens nach Abschluss deiner Leistung oder deines Produkts, ob er wirklich einen Vorteil davon hatte. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit Freude morgens zur Arbeit zu gehen. Und das ist ganz einfach dadurch gegeben, dass du den Nutzen und das Wohl des Kunden im Fokus hast, dass du dich darauf freust, noch mehr Werte, noch mehr Nutzen bieten zu können. Der Vorteil ist nicht nur, dass du viel motivierter täglich auch in Krisensituationen zur Arbeit gehst, sondern du hinterlässt hinter dir auch eine Spur von Freunden, von dankbaren Menschen, die Spaß und Freude und auch Sinn darin sehen, dich weiterzuempfehlen. Du hinterlässt also einen großen, wachsenden Markt von Fans, von deinem Unternehmen, von deinen Leistungen. Und jetzt kommt der Clou, dass dieses kurzfristige, gewinnorientierte Denken, wo der eigene Fokus im Vordergrund steht, langfristig im schlimmsten Fall einen verbrannten Markt hinterlässt. Von Menschen, die dich negativ bewerten, von Kunden, die nie wieder zurückkommen, von Menschen, die dich nie weiterempfehlen werden. Auf der anderen Seite wirst du in diesem Segment einen ständigen Block von Fans haben, die dich weiterempfehlen, so dass früher, wie vielleicht im Goldrausch, eines Tages ein richtiger Run auf dein Unternehmen, auf deine Leistungsangebote ausgelöst wird, weil so viele Menschen, die mit dir Kontakt haben, sich darüber freuen, dich weiterempfehlen zu dürfen. Wenn du also sicher gehen willst, dass du und dein Unternehmen auf einem richtigen, langfristigen, nachhaltigen Fundament aufgebaut ist, wenn du sicher gehen willst, dass der Nutzen und der Mehrwert im Fokus steht,
dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du aber auch den Kanal abonnieren, das Video mit Daumen hoch liken und dich immer wieder jeden Morgen überprüfen, was ist meine Einstellung, meine Haltung, meine Absicht, weshalb ich wieder aufstehe und anderen Menschen diene. Dein Daniel Schäfer.